mutig sein, Verantwortung übernehmen, kann auch Spaß machen. Wir diskutieren die Dinge aus und finden eigentlich immer den richtigen Weg. Wir arbeiten schon ganz, ganz viele Jahre zusammen hier bei der Firma Auris Hörakustik und dann hat unser damaliger Chef uns gefragt, ob wir beide das als Meisterin übernehmen wollen. Und dazu möchten wir heute ein paar Tipps geben, wie wir das angestellt haben. Ich bin seit über 20 Jahren angestellt gewesen bei der Firma Auris Hörakustik und wir konnten schon immer sehr, sehr selbstständig und frei arbeiten und wir konnten uns das zu zweit eben wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil wir uns wunderbar ergänzen. Ich fand zu Anfang die größte Herausforderung eigentlich, wie gehen wir in Zukunft mit den Mitarbeitern um? Immerhin waren wir immer Kollegen, Kolleginnen auf Augenhöhe und jetzt sind wir auf einmal zwei Chefinnen und diese Bedenken haben sich auch sehr, sehr schnell zerschlagen, da wir tatsächlich von Anfang an ein Familienunternehmen waren. Aber auch die Kunden, stehen die auch hinter uns? Wie finden die das? Was wird sich verändern? Aber ich glaube, wir haben ganz viel bewirkt und hoffentlich zum Positiven verändert. Und ja, und alles, was vorher für uns schon positiv war, haben wir halt einfach übernommen. Ich glaube, unser damaliger Chef hat insofern ganz, ganz viel richtig gemacht, dass er uns über einen ganz langen Zeitraum vielleicht schon darauf vorbereitet hat. Für uns unbewusst, aber wir sind wirklich in viele Geschäftsfelder schon so reingewachsen. Es war nichts anders. Wir machen genauso unsere Arbeit wie vorher auch. Und von daher hat es das uns eigentlich ganz leicht gemacht, ne? Der große Vorteil war eigentlich auch, dass wir schon immer hinter die Kulissen gucken konnten. Wir kannten alle Zahlen, wir kannten alle Verbindlichkeiten. Wir hatten in der Vergangenheit schon immer auch die Verhandlungen mit den Herstellern geführt. Und von daher gab es tatsächlich nichts Neues, was auf uns zukam. Es war tatsächlich so, dass unser Eigenkapital, was wir schon auch zur Verfügung stellen sollten von der Bank her, natürlich nicht so groß war, da wir gerade beide in privates Eigentum investiert hatten. Und der Vorteil bei der KfW-Bank war tatsächlich, dass wir mit einem relativ geringen Eigenkapital das Ganze machen konnten. Ja, die KfW hat uns letztendlich mit knapp einem Drittel unterstützt und ohne die wäre es nicht gegangen. Der Erfahrung, die wir jetzt nach der Übernahme haben, würden wir tatsächlich nichts anderes machen. Ne? Es war genau der richtige Weg, genau. Der richtige Schritt. Die beste Entscheidung unseres Lebens, sagen wir immer. Auch wenn es am Anfang natürlich ein paar schlaflose Nächte gegeben hat und die Entscheidung nicht eine ganz leichte war, das macht man nicht mal eben so. Aber rückblickend können wir wirklich sagen, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben alles richtig gemacht. Das sagen wir auch voller Stolz. Ja.